Unturned. Hallo, liebe Zuschauer. Was ist nur dran an diesen Freeware-Hits auf Steam? Das ist wirklich jeder Mensch spielt, glaube ich, in meiner Freundesliste auf Steam. Ist keiner dabei, der nicht zumindest mal Unturned ausprobiert hat. Also, was macht Unturned so aus, dass es die Spieler Unturned? Cooler Wortwitz, oder? Zombie-Survival-Simulation. Wir steigen mal ein. Ein Singleplayer-Modus. Und ich würde sagen, wir nehmen die Standardkarte. Hier in Washington habe ich gerade einen Spielstand laufen. Ob der dann weg ist, ich weiß es nicht genau. Probieren wir mal hier P-E-I. Man kann auch nur Washington und den Yukon spielen. Yukon ist echt hart, wenn man sich draußen bewegt im Schnee. Uiuiui, da friert man sich den Pipi-Mann ab, sozusagen. Lass uns mal auf Easy, damit ich nicht direkt nach 2 Minuten sterbe. Und hier sind wir in unserer Welt, haben die Werte hier unten. Lebensenergie, Hunger, Essen, Grün, weiß ich gar nicht, wofür das steht. Für Zombieismus vielleicht? Und darunter dieser Blitz, ja, der steht natürlich für unsere Energie. Wir sind komplett nackt. Wir sind Afroamerikaner, wie ich sehe. Wir können Sachen craften. Als ich das vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ausprobiert habe, das Spiel, da war dieses Craften ja noch nicht drin. Sowieso sind sehr, sehr viele Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel Skills. Man kann sich ja selbst aufskillen. Information, na gut, das ist die Karte, wo wir jetzt gerade sind. Ich würde sagen, wir gehen da mal Richtung Stratford. Summerside Military Base, da gibt es ja bestimmt Waffen. Vermutlich aber auch tausende von Zombies. Ansonsten haben wir nichts dabei. Wir haben ja nicht mal Kleidung dabei. Das ist, egal. Wer soll sich schon aufregen? Die Zombies sind ja alle tot. Die werden sich sicherlich nicht aufregen. Ich denke mal, ähnlich wie DayZ macht es natürlich hier den Reiz aus, wenn man online spielt. Und dann der Thrill, auf welche Leute treffe ich. Meistens ist es ja so, gerade wenn man alleine spielt, man gerät immer an die falschen Leute. Da sind schon die ersten Zombies. Und stirbt einen relativ schnellen Tod. Hier wird es vermutlich genauso sein, aber wir sind ja gerade im Offline-Modus, wir spielen im Singleplayer-Modus. Ich gehe erstmal hier rein und schnapp mir mal die Feuerwehruniform. Und zumindest schon mal eine Hose an. Das fühlt sich ganz gut an. Was soll ich denn mit der Flare? Die brauche ich nun wirklich nicht. Ah, eine Pickaxe. Die können wir als Waffe benutzen. Der hat natürlich auch eine Pickaxe dabei, wie das nun mal normal ist für Feuerwehrleute. Ja, ihr seht schon, es ist ein bisschen blutig. Viel Blut spritzt herum. Ansonsten irgendwas. Was haben wir denn hier unten? Eine Blue Flare. Nehme ich einfach mal alles mit. Noch eine Axt brauche ich sicherlich nicht. Das kann ich nicht öffnen. Noch eine Hose, die brauche ich auch nicht. Natürlich ist das Inventory auch begrenzt. Kann sich also nicht vollstopfen mit dem Zeug, was hier rumliegt, wie man möchte. Ist das ein Gefängnis hier? Gefängnis könnten doch sicherlich auch Waffen sein. Ja, Ziel des Spiels ist es, bin mir gar nicht so sicher, vermutlich einfach überleben. Ammunition Box, okay. Oh, hier stehen überall Polizisten herum. Hier ist noch ein Häftling. Haben die alle keine Waffen dabei? Gut, dass die Häftlinge keine Waffen dabei haben, ist schon klar. Oh, hier, die Tür ist rausgebrochen. Zombie hat Tür rausgebrochen. Magazin für eine Waffe. Noch mehr Magazine. Jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Man kann die Waffen wohl auch aufrüsten mit verschiedensten, was weiß ich, was ist das hier? Barrel, neues Barrel reinschrauben. Oder taktische Ausrüstung. Wir haben hier auf jeden Fall genug Munition dabei. Aber, wie das nun mal so ist, wenn wir jetzt schießen... Mein Gott, so viel Munition. Ich nehme einfach alles mit. So lange, wie ich tragen kann. Mehr kann ich nicht tragen, okay. Denn ich glaube, dass Crafting funktioniert, dass man zum Beispiel... Ja, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass man diese Boxen hier, die man hat, Civilian Ammunition Box, dass man die dann auffüllen kann, wenn ein Munitionsstreifen frei ist, das leer ist. Das kann natürlich durchaus sein, dass das wirklich so funktioniert. Ich habe nur Munition dabei. Also ich bin zumindest gut bewaffnet. Der nächste Krieg, der kommt, den gewinne ich. Aber wir sollten trotzdem hier erstmal einen Umweg machen. Dort steht ein Auto. Das können wir auch fahren. Die steuern sich ein bisschen merkwürdig, die Autos. Das mal ehrlich zu sagen. Das bringt nichts. Was hätte das auch bringen sollen? Nichts im Müll. Missing Power Source. Was sollte das auch bringen? Was mache ich mit Geld in dem Spiel? Im Multiplayer vielleicht als Handel.
Aber was hat Geld noch für einen Wert? Was hat Geld noch für einen Wert in solch einer Welt? Auch essen und trinken muss man, klar. Deswegen ja auch die Anzeige ohne Taschenlampe, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Muss ich halt ein bisschen Munition loswerden. Wir wissen ja, wo wir Munition finden. So, nehmen wir die Taschenlampe mit. Und dann fällt da was raus. Geld. Looney. Was zum Geier ist ein Looney? $1. Wert. Der Looney. Meinetwegen. Kann ich hier das Wasser noch mitnehmen? Oder hier den Schokoriegel oder was das ist? Energy Bar mal mitnehmen. Machen wir den Kühlschrank wieder zu. Ich bin ja umweltbewusst. So, ob das noch irgendwas machen würde. So, können wir ein bisschen fahren mit dem Auto. Oh. Ist nicht mehr der beste Zustand. Aber vielleicht kriegen wir doch ein paar Zombies damit überfahren. Wenn wir so überfahren, kriegen wir keine Erfahrungspunkte. Aber hier stehen mir einfach generell zu viele Zombies rum. Wow! Wow! Ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Oder auch nicht. Wow! Hilfe! Oh Gott! Gottes Willen! Die verfolgen mich doch jetzt nicht endlos, oder? Die sind ganz schön stark, dass die hier so ein Auto einfach durch die Gegend werfen können. Wow. Oh, Binoculars, also Ferngläser. Sollte ich mitnehmen? Das habe ich noch nicht. Was werfe ich dafür weg? Noch mehr Munition? Naja, gut, so wie ich rumballere, sollte ich nicht so viel Munition wegwerfen. Ein Gunshop. Ja, gut, das Auto ist hinüber. Aber zumindest auch die Zombies, die mich verfolgt haben. Ein Gewehr. Ich bin aber erstmal ganz zufrieden mit der Pistole, die wir haben. So ein Clip hier mit. Oh, was ist das? Eine Ace? Was habe ich denn gerade für eine Waffe? Ich hatte ja Colt-Munition. Eine Cobra. Ach, das wird sich schon irgendwie finden. Ja, wie gesagt, da seht ihr schon hier 1000 Millionen Sachen, die man finden kann, die man auch craften kann in Zukunft. Man kann sich also, so verstehe ich das zumindest, sich praktisch auch niederlassen. Oder sich selbst eine Farm anbauen oder eine Farm eröffnen und dort anbauen, dass man immer genug Nahrung hat. Hospital, ja. Ich glaube, wir haben jetzt in der Stadt erstmal alles soweit. Wir könnten auch mit dem Krankenwagen noch hinten abbauen. Und dann auch die Sirenen anmachen. Ich würde sagen, wir fahren erstmal in die nächste Stadt. Ja. Und die verfolgen einen wirklich. Also die stehen wohl auf Autos. Oder sind gar keine Zombies. Am Motto, hey, ist mein Auto, bleib stehen. Voila. Gleich ist der Tank leer. Man findet hier auch Werkzeuge und irgendwie Autoheber. Ich vermute mal, dass man hier diese Fahrzeuge dann auch entsprechend reparieren kann. Oder vielleicht sogar tunen. Wir fahren jetzt erstmal hier zur Military Base. Wenn man nachladen, bringt das schon was? Nur für den Fall der Fälle. Na gut, dass hier nichts mehr bewacht wird, ist klar. Oh, da stehen sie schon wieder. Können ja mal die Binoculars benutzen. Kann ich die irgendwie auf einen Shortcut legen? Geht das?
Oh, Canada. Warum sind wir auf einmal in Kanada? Ach so, auf die anderen Maps. Die anderen Maps waren in den USA. Also Binoculars wäre ganz gut. Ja, auf B sind sie nicht. Das wäre ganz praktisch, wenn man die benutzen könnte. Hier ist aber eine ganze Menge Zombie-Zeug, was hier rumrennt. Ich vermute mal, dass wenn man eine Waffe hat, so wie ich jetzt, die Zombies eher eine Herausforderung darstellen. Zumindest dann nicht, wenn man aufpasst. Militär will ich nicht. Gehen wir mal hier hoch. Also hätte ich jetzt auf den normalen Schwierigkeitsgrad gelassen, dann wäre ich vermutlich. Er vermutlich schon wieder tot. Und ich glaube, auf diesem Easy-Schwierigkeitsgrad findet man auch relativ viel Ausrüstungszeug. Und das brauchen wir nicht. Ich will auch kein Geld. Geld will ich nicht. Gehst du einmal dahin, in der Hoffnung, dass ich das Messer mitnehmen kann. Ja, so ein Messer ist, glaube ich, immer ganz gut. Ah, komm, so ein Green Beret-Hütchen. Ja, das steht uns doch. Komm, dreh dich mal. Geht das? Nein, wo ist der Hut hin? Gib ihn mir. So. So, jetzt gucken, dass wir hier runterkommen. Ich habe immer Probleme, die Leiter runterzugehen. Meistens breche ich mir sogar was. Oder was ganz gut ist, wenn man sich in der Zombie-Apokalypse, wo es keine Ärzte mehr gibt, keine Krankenhäuser, wenn man sich da was bricht, sich also ernsthaft verletzt. Ganz großes Tennis. Vielleicht gibt es ja hier einen Panzer oder so. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Erstmal mit dem Panzer hier schön in der Zombie-Apokalypse aufräumen. Letztes Mal hatte ich einen Spielstand, da habe ich sogar eine Armbrust gefunden. Die war natürlich total klasse, die Waffe. Die ist leise, man kann sie anschleichen, zack, kann den Pfeil wieder aufheben. Hält zwar auch nicht ewig, aber ist eine ziemlich, ziemlich praktische Waffe. Hier sind die Schlafgemächer. Dammit! Oh nein! Kurz vorm Tod! Das ist nicht gut. Zumindest haben wir jetzt mal aufgeräumt. Können wir uns mal wenigstens angucken, ob ich irgendwie jetzt aufgelevelt schon mal bin. Upgrade Cast 25. Wir haben 82 Erfahrungen. Was kann ich denn hier machen? Overkill einmal. Sharpshooter. Beweglichkeit. Diving, Schwimmen kann man auch. Komm, Punch and Melee greater with greater force. Ne, das will ich eigentlich gar nicht. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Na egal, machen wir noch den Scharfshooter. Ich fühle mich gleich schon viel aufgelevelter. Oh, hier haben wir einen Panzer. Leider umgefallen. Ist natürlich tragisch. Können ihn auch nicht wieder aufbauen. Ja, warum das Bild jetzt so grau ist, weil es uns schlecht geht, ist klar. Ich habe aber auch nichts Entsprechendes dabei, um uns zu heilen. Dann hilft es natürlich nur, dass wir zurück in die Stadt fahren. Zum Krankenhaus. Ernsthaft jetzt? Nee. Nö, wo kam er denn her? Dumpti-dumpti-dum. Rocket. Ich glaube, der Sprit reicht gar nicht mehr so weit. Und ja, man kann auch tanken an der Tankstelle. Das lernt man zumindest im Tutorial, dass man mit einer, wie heißt es nochmal, mit einem Kanister dort dementsprechend tanken kann. Oh, war das clever von mir, während der Fahrt auszusteigen? Nichts passiert, Gott sei Dank. Ja, das Krankenhaus war irgendwo da vorne um die Ecke.
Oh Gott, hier stehen sie schon wieder alle. So. Weiß gar nicht, ob man alle Zombies hier auslöschen kann. Dann hätte man natürlich ein ruhiges Leben. Ich muss ins Krankenhaus, aber dort rennen auch schon wieder Zombies rum. Verdorcht noch mal eins. Hallo, Doktor, bitte zum Empfang. Wir haben einen Notfall. Da, Emergency. Ich schieß mal lieber nicht. Sprechstunde, keiner da. Liegt denn hier nirgendwo Verbandsmaterial oder sowas rum? Toll, immerhin eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist doch schon mal was. Hier haben wir doch irgendwas. Ach, Hustensirup. Was soll ich denn mit Hustensirup? Oh. Hallo. Tschüss. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Muss ich jetzt erst die ganzen Klamotten hier wegschmeißen, bevor ich das aufheben kann? Ja, nimm mal. Kann ich das jetzt benutzen? Ah, und da wurde es wieder farbig. Kein Space mehr für die Binoculars, aber das ist egal. Warum sind die ganzen Fahrzeuge hier nicht aufgetankt? Hoppala. Nein! Schon wieder vom Zombie angegriffen. So. Konnte ich nochmal die Sirene anmachen? Hupen ging hier. Das ist eine andere Perspektive. Karte. Funktioniert nicht. Also ich weiß aber, dass man die Hupe tatsächlich anmachen kann. Die Hupe, die Sirene. Das Ding ist auf jeden Fall schon mal schneller unterwegs als die Karre, die wir gerade hatten. Dementsprechend kommen wir natürlich auch ein bisschen weiter, vermute ich mal. Hier ist wieder die Militärzone. Hier haben wir schon das nächste Dorf. Auf der anderen Seite würde ich sagen, jetzt haben wir uns mal unturned angeguckt. Ich kann verstehen, dass das mit mehreren Leuten vielleicht auf einem privaten Server richtig Bock macht, auch wenn man sich abspricht. Wenn man aber alleine spielt und dann auf die falschen Leute trifft, wie gesagt, man trifft da meistens auf die falschen Leute, die machen einen dann fertig und dann stirbt man alle 5 Minuten, ist noch nicht so schön. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, ich habe noch nie erlebt, was nachts ist. Ich vermute, es wird dunkel, ja. Aber dennoch. Oh, Travel Pack ist bestimmt gut, oder? Oh, yes. Das ist genau das, was ich brauchte. Achso, kann nicht 2 Stück gleichzeitig tragen. Kein Problem. Travel Pack ist gut. Kann man wenigstens mehr nutzloses Zeug mit uns rumschleppen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Kommen die jetzt hier hoch? Ja, sie kommen hier hoch. Sogar der Chefkoch von nebenan. Ein bisschen was von Moorhuhn schießen. Antibiotika ist bestimmt auch gut. So, dann dürfte die Pizzeria jetzt ja frei sein. Ob der Müll hier noch abgeholt wird, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Was kann man denn noch so Schönes machen? Wenn wir schon mal hier sind. Was haben wir hier? Eine Rake, die braucht man bestimmt, wenn man selbst was anbauen will. Nahrung natürlich. Da fällt mir ein, ach 50%, 56% und 60% Nahrung, das reicht noch. Brauchen wir jetzt nichts essen. Tape ist immer gut. Taschenlampe hatte ich ja dabei, oder? Na, jetzt habe ich 2.
kann nie genug Taschenlampen haben. Vor allem, wenn es gleich dunkel wird. Grafisch habe ich hier alles eingestellt, was möglich war. Auf den höchsten Anschlag ist jetzt auch nicht so grafisch fordernd das Spiel. Aber wenn man die ganzen Optionen ausmacht, diese Blumen und HDR ausmacht und wie das alles heißt, dann sieht es nicht ganz so schön aus. Dann sieht es halt sehr klötzchenmäßig aus. Aber läuft dann wahrscheinlich auch noch auf dem 486er. Ah. Das funktioniert irgendwie nicht, dass man sich anschleicht und dann mit einer Nahkampfwaffe die Zombies erschlägt. Warum das nicht geht, ich weiß es nicht. Oh, Wasser. Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Brot ist auch immer gut. Kann natürlich auch sein, dass einem irgendwann das Wasser ausgeht, dass man in der Spielwelt kein Wasser mehr findet. Ob das möglich ist? Das wäre natürlich mies. Missing Power Source. Die Eier sind bestimmt noch frisch. Was heißt hier? Well? So, ich gehe großzügig mit meiner Munition um, muss ich mal sagen. Das wird sich sicherlich im späteren Spielverlauf noch rächen, wenn ich keine Munition mehr habe. Mal die Kasse hier aufmachen. Mal wieder so ein Dollarstück oder so, das braucht kein Mensch. Noch ein Backpack. Ob es auch größere Backpacks gibt? Ah, ich will eine Fedora. Ich will eine Fedora. Weg damit. Gib mir die Fedora. Zack. Oh, der Mond, geht auf. Was soll ich in der Bank? Was haben wir hier? Post. Tag, Post. Kann ich wenigstens Flashlight irgendwie das anmachen? Dass ich das Flashlight mit der Waffe führe? So wie sie es immer in den Filmen machen. So über Kreuz. Kann ja mal die Flashlight. Da muss ich die Flashlight immer in die Hand legen? Das geht ja gar nicht. Gib mir die Flashlight. Mal die Cobra-Waffe weg und dann die Flashlight dahin. Oh, ist das nicht nett. Also auf Licht scheinen sie nicht zu reagieren, oder? Ja, toll. Da muss ich das wohl doch anders machen. Die Feueraxt weg und die Pistole wieder da hinlegen. Kann ich mal wechseln zwischen Pistole und zwischen Taschenlampe. Ob die Schaukeln funktionieren? Anscheinend nicht. Können wir hier in die Bude nochmal reingehen. Gucken, ob es hier irgendwas gibt, was wir brauchen. Ja, einen riesigen Großbildfernseher braucht, glaube ich, kein Mensch mehr. Noch eine Taschenlampe. Ein grüner Parker. Das ist ja nicht so schick. Nee. Ja, wir haben Halbmond sozusagen. Das ist C. Der bildet ein C wie zunehmend. Das heißt, wir haben einen zunehmenden Mond. So kann man sich das merken. Wenn die Sichel also ein C bildet, dann C wie zunehmend. Klar, Z wie zunehmend. Wenn die Sichel andersrum ist, dann bildet es ein A. Ne, Moment mal. Wie rum war das denn nochmal? Wenn es so ein A bildet, also ich male das jetzt mal mit der Maus. A wie ein kleines, handgeschriebenes A. Oder ein C. Ach, keine Ahnung. Irgendwie war das. Ist genau wie Frühling und Winter. Im Frühling wird die Zeit vorgestellt, im Winter wird die Zeit zurückgestellt. Spring forward, fall back. Kann man sich schön merken. Im Englischen gibt es so einen Spruch. Bei uns kann man sich das höchstens merken, indem man sagt, ja, da stellt man sich jetzt ein Eiscafé vor, da werden im Frühling die Stühle vor das Lokal gestellt und im Winter werden die Stühle zurück ins Lokal gestellt. Ihr steht ja ganz schön faul rum, muss ich mal sagen. Was ist denn ein Practitioner? Practitioner. So, ein Arzt, oder was? Keine Lust zu kämpfen. Wenn ich jetzt schieße, dann kommen sie wieder alle. Ja, gut. Was soll ich jetzt noch sagen? Unturned. 1 Million Spieler allein in den ersten beiden Januarwochen gehabt auf Steam.
Es gibt zahlreiche Mods, die muss ich nochmal ausprobieren im Workshop, was man da noch alles so machen kann. Und vielleicht findet sich auch der eine oder andere von euch, der da mal Bock drauf hat, hier eine Multiplayer-Runde zu spielen. Aber ich gehe jetzt erstmal Bananen kaufen für 44,99 Euro. Oder das Ganze sogar in Dollar und dann noch kanadischer Dollar. Gut, Unturned gibt's kostenfrei auf Steam. Zieht's euch, spielt's und keine Ahnung. Habt Spaß damit. Lasst euch unturnen. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.